Erst, wenn etwas Schlimmes geschieht, werden wir uns darüber im Klaren, worauf es ankommt. Worauf es tatsächlich in unserem Leben und vielleicht im Leben anderer Menschen oder wem auch immer ankommt. Wenn etwas Schlimmes, wenn etwas Fürchterliches passiert, wenn ein Schicksal oder ein sogenannter Schicksalsschlag geschieht, wenn jemand stirbt in deinem unmittelbaren Umfeld und du empfindest es als schlimm, und du bist dadurch erschüttert und du kannst es zunächst mal gar nicht begreifen, zum Beispiel. Oder wenn eine Naturkatastrophe geschieht oder gerade ein, ein schlimmer Unfall passiert und du bist Augenzeuge. Oder wenn, ich habe das erlebt auch öfter schon, wenn sich jemand umbringt in deinem Umfeld, den du vielleicht näher kennst oder überhaupt auch der da ist und von dem du Kenntnis genommen hast und der hat sich dann umgebracht und dann geschieht so etwas dass wir uns darüber im klaren werden wie endlich unsere existenz ist wie gefährdet unsere existenz ist durch leid und all die nöte die wir so als menschen haben und dann in diesen zuständen durch diese erschütterung werden wir uns darüber im klaren worauf es eigentlich ankommt und dann umarmen wir uns wir umarmen tatsächlich menschen die wir vorher nicht umarmt haben nicht wir reden miteinander wir sprechen wir, wir trösten uns wir tun uns zusammen. Nicht? Wir schaffen die Möglichkeit, dass wir zusammen in einem Haus schlafen können, was wir vormals nie vorhatten, weil wir isoliert sind, weil wir unser eigenes Dasein führen, weil wir uns selbstbestimmt immer wieder empfinden und uns durchsetzen wollen und unseren eigenen Space haben, unsere sogenannte Privatheit. Nicht? Das sind ja die Dinge, die wir immer wieder tun. Wir isolieren uns sehr stark als Menschen. Wir tun unser Ding. Wir machen unsere Sache. Und dann passiert so ein Einschlag, so ein Schlag, der plötzlich geschieht, der existenziell ist, egal ob jetzt ein Mensch stirbt oder ob ein Mensch schwer erkrankt ist, eine schwere Krankheit hat mit einer schlechten Prognose, ob unser Kind leidet oder, oder was es auch ist. Also diese schlimmen Dinge, die ja immer wieder im Leben passieren und geradezu einbrechen, mit denen wir nicht rechnen, die wir zwar erwägen, die immer so einen Kalkül darstellen in unserer Fantasie, mit dem wir uns dann und wann beschäftigen und sagen, naja, so und der Art. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich bilde mir ein bei mir, wenn ich immer diese Fürchterlichkeiten, die passieren können im Leben, die so passieren können, im Leben auch abwege und immer mal wieder in einem Zustand, eigentlich täglich wiederkehrend mir das bewusst wird, so, so eine Art Anflug da ist. Achtung, es könnte auch schlimm ausgehen. Achtung, es könnten Unfälle passieren. All das ohne. Dass ich mich dabei katastrophierend reinsteigere und dass ein psychologischer Selbstläufer wird, aber mir darüber im Klaren ist, ich mir darüber im Klaren bin, dass alles durchaus jederzeit, in jedem Augenblick, im Moment beendet sein kann, oder eben einen fürchterlichen Verlauf nimmt, oder von da an eben vollkommen anders läuft im Sinne des Leides, das eingebrochen ist. Und ich bilde mir ein, um das zu Ende zu führen, dass ich dadurch vielleicht. Ja, dass es dadurch vielleicht nicht geschehen mag, wir wissen es ja nicht. Also, ich das wäre jetzt anmaßend zu sagen, ich bewahre mich davor, oder ich würde andere Menschen, wenn ich denen das rate, auch so zu tun, davor zu bewahren, dass sie schlimme Dinge erleben. Das ist es ja nicht. Aber es ist doch die Bewusstwerdung, dass jederzeit, in jedem Moment, egal was wir tun, egal an was wir beteiligt sind, so etwas tatsächlich geschieht. Also, dieses. Wenn ich so nenne Damoklesschwert, Schwert, das über uns allen ist, stets in dem Sinne, wir vernehmen, wir bekommen mit, da passiert was Schlimmes und sind uns darüber im Klaren. Und wenn das im Bewusstsein ist, immer wieder im Bewusstsein, dann könnten wir doch als Menschen anders miteinander umgehen. Dann sind wir vielleicht freundlicher, dann sind wir gelassener. Dann genießen wir mehr den Augenblick. Es könnte ja der letzte Augenblick sein. Diesen Sonnenscheintag, der gerade da war. Und wir denken dann oft: Naja, meine Sonne wird jetzt noch in diesem Jahr mehrfach scheinen. Und das kommt schon wieder. Das, das weißt du nicht, ob es wiederkommt. Und wenn es dann wirklich nicht wiederkommt und du in einem Sturm, was auch immer in dem Sturm passiert bist, in einer Naturkatastrophe, dann wird dir plötzlich klar, wie schön diese Sonnentage waren und wie schön diese Sequenzen, diese Szenen in deinem Leben waren, die du erlebt hast, wo eben nichts schlimmes passiert ist. Dann rücken wir zusammen als Menschen, dann tun wir uns gut. Dann unterstützen wir uns wirklich, dann dann bauen wir etwas zusammen und wir tun dies und jenes und denken, mein Gott, warum war das nicht früher so? Warum war es nicht früher so und warum musste es diesen Einbruch, diese Katastrophen, diese fürchterlichkeiten, diese Morde, diese Kriege was auch immer das ist geben damit wir das tun erst dann durch das schreckliche werden wir uns tatsächlich darüber im klaren worauf es im leben wirklich ankommt was wirklich wichtig ist und das wichtige ist eben tatsächlich das genießen dessen was gerade da ist das zusammensein das miteinander auskommen das nicht streitereien und konflikte an der tagesordnung sind oder bezüglichkeiten oder eben diese egozentrischen einstellungen die wir, in die wir alle immer wieder hineinfallen als menschen wo wir uns isolieren von allem sondern tatsächlich dann und nur dann und scheinbar nur dann begreifen dass das eben wichtig ist dass es eigentlich ganz wenig ist für das wir sehr dankbar sein müssten oder sollten, und dann eben auch in solchen Situationen sind, dass wir dankbar sind, dieses einfache tatsächlich haben zu dürfen, diesen Gnadenzustand, ich nenne es gerne Gnadenzustand, das Leben zu leben und jemand anzuschauen und zärtlich zu sein und all das. Aber unsere ganzen Wenn- und Abers und Bedingungen und Erwartungen, die wir stellen, dann zunichte gemacht werden, zu Recht in solchen Zuständen wirklich zunichte gemacht werden. Also das Leben tatsächlich, ich habe neulich ein Audio gemacht über die Einfachheit des Lebens oder die Sehnsucht, ein einfaches Leben zu führen, ist ja tatsächlich auch einfach in seinem... Rudimentären Grundlagen, die wir ja immer wieder haben und die immer wiederkehren, auch glücklicherweise oder gnadenvollerweise wiederkehren. Aber äh, wir kommen sehr schnell davon weg, weil, wenn wir mehr Komfort haben, wenn wir mehr Geld haben, wenn wir mehr, was weiß ich, Karriere haben, Bewusstsein, Ego-Bewusstsein haben, so weißt du, wer ich bin und was ich darstelle und all das, all diese egozentrischen Ausläufer, die ja stets passieren bei Menschen, die uns geradezu abheben lassen, die uns äh, abrücken lassen, narzisstisch werden lassen. Genau diese Dinge werden dann in solchen Zuständen, in solchen Einbrüchen, in diesen schlimmen Sachen, die geschehen, tatsächlich reduziert und auf das Wesentliche gebracht. Wir können uns wieder umarmen. Wir können uns anlächeln. Wir sind froh, dass wir überhaupt miteinander sind, auch wenn wir vielleicht in den ersten Moment überhaupt auch sprachlos sind und gar keine Sprache finden und wir einfach da sind, weil wir existieren dürfen, weil wir buchstäblich noch atmen dürfen. Und das Schlimme, das eben vorher passiert ist, meinetwegen in einem Gasangriff oder sonstigen Schrecklichkeiten, die, die Menschheit so produziert, da war das nicht mehr möglich. Oder beim Vulkanausbruch, wenn wir jetzt eine Naturkatastrophe dazu nehmen. Das heißt also diese rigorose Endlichkeit und dieser rigorose Einschnitt, der im Leben immer wieder stattfinden kann und droht stattzufinden und tatsächlich dadurch auch eine wirklich tagtägliche Realität auf der Erde, in der Menschheit und in der Natur überhaupt auch ist. Oder im Weltall, wenn wir das noch sehen. Es kann ein Komet auf uns knallen und dann ist die Erde auseinandergebrochen. Was weiß ich, was so geschehen kann. Wenn uns das klar ist oder mehr klar ist im Bewusstsein, und zwar in einer, in einer ansprechenden Art, nicht, dass du katastrophierende Gedanken hast, die sich dann verselbstständigen und dann bist du nur noch erschüttert, weil du Angst hast und ein Angstläufer bist, das meine ich nicht. Sondern in dieser Normalität, in diesem Bewusstseinskalkül, alles ist stets in dem Sinne möglich. Dann könnte es sein, dass dein Leben bescheidener wird, dass es wirklich dankbar ist, dass es Freude empfindet für das, was eigentlich da ist in der Unmittelbarkeit, in dem Obdach, in dem Gespräch mit anderen Menschen, in dem Essen, das du äh, zu dir nimmst, das nicht überkandidelt ist und hier vom letzten Gourmet-Scheiß sein muss, sondern es einfach genießt, weil äh, es ist durchaus immer wieder bedroht und es kann was Schlimmes passieren. Und das Schlimme, das uns glücklicherweise in der Außenwelt oft begegnet, oft ist es ja so, dass wir, dass wir davon kommen oder glauben, davon zu kommen. Das ist vielleicht stärker dieser Glaube, davon zu kommen. Und mir passiert ja nichts Schlimmes. Nicht? Das, das erleben wir immer wieder. Und dann sehen wir es in der Außenwelt und wir kriegen es tagtäglich in den Nachrichten mit oder von der Nachbarschaft oder den Freunden, Bekannten und so weiter. Dadurch kriegen wir quasi Mahnsteine oder, oder im wahrsten Sinne des Wortes Mahnmale dessen, dass etwas Schlimmes passiert und dass wir froh sein können, dass wir so existieren dürfen, wie wir existieren. nicht Egal, wie wir das sind, dass wir durch unsere schiere Existenz, eigentlich, dass wir um unsere schiere Existenz froh sein dürfen. Buchstäblich zu atmen, laufen zu können. Also diese... So selbstverständlichen Dinge gar nicht selbstverständlich sind, sondern plötzlich alles reduziert wird eben auf dieses unmittelbare, menschlich-existenzielle, dass wir dafür dankbar sein müssen, immer wieder auch. Und Dankbarkeit empfinden und auch ausdrücken und selbst gegenüber oder wem auch immer gegenüber, das, das ist so wichtig. Und insofern ist das durchaus eine interessante Dynamik, die passiert. Wenn etwas Schlimmes geschieht, werden wir uns darüber im Klaren, worauf es wirklich ankommt und was wirklich so wesentlich ist. Und das Wirkliche, das ist also gemessen an dem, was wir so sonst in der Welt veranstalten, sehr, sehr wenig und sehr rudimentär, aber ganz entscheidend und für uns als Menschen so bestimmend und so wichtig.